Der Kontakt des Hexers in Velen sollte Hendrik sein. Ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Autsch! Also der Sturz sieht alles andere als gut aus. Und hey, wir spielen jetzt Ciri. Gut, wenn du als Ciri hier spielst, hast du keinen Zugriff auf das Inventar und kannst keine Zeichen wirken. Ja gut, ist klar, Ciri ist ja keine vollwertige, ist ja kein vollwertiger Hexer. Oh, das war knapp. Ich muss hier weg. Gut, dann schauen wir mal, dass wir Hilfe finden. Wir können Zutaten sammeln. Sehr schön. Schauen wir mal kurz, wo wir uns in etwa befinden. Ach gut, wir sind hier. Ciris Geschichte, der Wolfskönig. Gut. Hierhin müssen wir. Na, dann würde ich sagen, machen wir uns doch mal auf den Weg dorthin. Kräuterchen sammeln unterwegs. Nein, ich muss mich zusammenreißen. Ich darf nicht die ganzen Kräuter einsammeln, während ich mit euch unterwegs bin. Weil es kann ja gut sein, dass ich die gar nicht behalte. Oh, Moment. Gut, hier ist der Schnellzugriff. Da habe ich nur 3 Slots. Das heißt, Ciri hat nicht so viel. Ciri hat eine Stahlwaffe. Gut. Mit der sie parieren kann. Nein. Ja. Keine Ahnung. Sie braucht Hilfe. Wunderbar, jetzt können wir also die Wölfe erledigen. Und hey, Ciri bewegt sich irgendwie oder schlägt irgendwie schneller zu als Geralt, finde ich. Das sind jetzt ihre schweren Hiebe, die ich gerade einsetze. Geralt ist total schwerfällig, wenn ich das mache, aber Ciri ist total schnell, leicht und agil. Wow! Kannst wieder runterkommen. Oh, ein Kind am Baum, wie klischeehaft. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Haben wir es verirrt? Nein, natürlich nicht. Wir wissen, wo es lang geht. Ich verirre mich nie. Wenn das stimmt, was machst du dann alleine so tief im Wald? Nach verirrten Mädchen suchen. Schlagfertig ist es auch. Das ist gar nichts. Ja, man merkt, dass sie zu Geralt gehört, immer alles gleich so runterspielen. So, was macht die Kleine aber jetzt hier im Wald? Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Ernsthaft? Und warum sollte sie dem süßen Pfad folgen? Wovon spricht sie eigentlich? Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Süßen Pfad? Was heißt das jetzt in dem Fall? Wollten sie sie verjagen oder
Worum geht's jetzt genau? Ich blick grad nicht mehr durch. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Interessant. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Interessante Art jedenfalls, von einem kleinen Kind herauszubekommen, in welche Himmelsrichtung man gehen muss, um sie nach Hause zu bringen. Und, seht ihr da unten an ihrem linken Bein? Sie hat anscheinend auch ein Wolfsmedaillon, obwohl sie, soweit ich weiß, nicht fertig ausgebildet wurde. Aber weiter im Text. Was ist der Wolfskönig? Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Okay. Das klingt jetzt sehr vielsagend. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Na gut, jetzt spielen wir also Eskorte für die Kleine. Toll. Aber ich muss schon sagen, obwohl wir den Namen nicht erfragt haben, kennen wir ihn. Sehr interessant. Aber ich muss schon sagen, ich finde es interessant, wie detailliert die Kleidung ist. Dass man zum Beispiel wirklich unter Ciris Jacke schnell, versteck den dich. BH sieht. Autsch. Ja, ich muss sagen, sie kommt mit so kleineren oder größeren Gegnern besser zurecht als Geralt. Denn Geralt, ja, ich weiß nicht, ist ein wenig langsam, kommt mir vor und wird leichter getroffen. Aber Ciri hingegen ist, ja, was war das gerade? Wieso kann Ciri, ah genau, ich erinnere mich wieder. Von Ciri hieß es ja, dass sie eine Gabe hätte, eine magische Gabe. Das dürfte eine davon sein. Oh, massakriert. Von einem etwas mit enormen Klauen. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut. Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Komm. Ah, sie spricht von Geralt. Aber ich muss schon sagen, diese Art des Ausweichens ist schon recht cool. Oh, massakriert. Von einem etwas mit enormen Klauen. Okay. Ich bin schon gespannt, wann wir dem Vieh, das das gemacht hat, entgegentreten müssen. Da ist etwas. Ein Boot? Bleib hier. Geh nicht weiter. Das sieht nicht gut aus. Nicht aber, bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Der ist ja komplett in der Mitte durchgerissen. Mehr nur als zerrissen, ist völlig zerfetzt. Dann untersuchen wir ihn mal in Ruhe. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Die will die Kleine Tattoo raushalten bzw. mit was anderem beschäftigen. So, zu den Beinen. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Die Kleine will einfach nicht hören, das ist... Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Aha. Schauen wir uns noch den Rest an, bevor wir unsere Schlüsse ziehen. Oh, Brust zerschmettert. Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Okay, etwas Starkes also. Der Kopf. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod.
Und die Augen? Was verraten die? Hm. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Wunderbar, das Vieh, das getan hat, ist also noch in der Nähe. Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Mhm, klar. Das war der Wolfskönig. Der Werwolf. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbahn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Tja, wie gut, dass sie ausgebildet wurde und somit genau weiß, was sie zu tun hat, beziehungsweise wie sie sich am besten zur Wehr setzen kann. Und genau hier finden wir bei den Wölfen die ersten Zutaten, die wir brauchen. So. Wolfsbahn. Brauchen wir noch zwei Stück, noch ein Stück. So, damit hätten wir alle Zutaten von den Wölfen. So, noch ein bisschen Wolfsbahn. Und die Hundepetersilie, ich glaube, dazu führt uns der Wegmarker. Nein, der führt uns zu Renka. Da müssen wir wohl noch ein wenig herumschauen. Ach, das dürfte die Petersilie sein. Nein. Ach, wir müssen Gretka weiter folgen. Hoffentlich kommt unterwegs noch alles Notwendige zusammen. Sonst könnte das ziemlich unangenehm werden, wenn wir in den Werwolf rennen ohne das passende Öl. Und da höre ich schon Wolfsgeheule. Hilfe! Versteck dich, rasch! So, die nächsten Wölfe. Also ich will diese Ausweichfähigkeit behalten. Die braucht Geralt auch. Wir werden ja immer mehr, das gibt's ja nicht. Das ist fast irgendwo ein Nest. So, damit wären die erledigt. Sie sind weg, du kannst rauskommen. Die hast du aber zugerichtet. Da wird der Wolfskönig wütend sein. Ist das die Petersilie? Ja, das ist sie. Und da vorne ist, glaube ich, Eltern die nächste. Ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder, manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Wegs gibt es genug zu essen. Aha, den Süßigkeiten entlang schicken ist also eine schöne Formulierung für ihn in den Wald schicken und sie ward niemals wieder gesehen. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. So, das heißt, jetzt sollten wir gegen den Werwolf gewappnet sein. Hoffe ich zumindest, denn wenn nicht, haben wir jetzt ein gewaltiges Problem, wenn der plötzlich auftauchen sollte. Denn so ein Werwolf ohne passende Waffe, beziehungsweise ohne passende Vorbereitung, ist ein mehr als nur tödlicher Gegner. Und die Mädchen weiter folgen. Na, wann kommt er denn endlich? Müssen wir ihn wirklich suchen? Oder kommt er nicht gleich zu uns freiwillig? Ach, da können wir runterfallen. Werwölflein, komm heraus und spiel mit uns. Durch die Höhle! Geh voran. Durch die Höhle ist selten eine gute Idee, Kleine. Aber bitte, wenn du meinst. Ich gehe jetzt wirklich in die dunkle Höhle?
Das ist doch nur ein Scherz, oder? Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch keine. Na toll. Eine wunderbar logische Aussage. Ich glaube, jetzt wird der Werwolf auch seine Fratze zeigen, damit wir sie ihm abhauen können. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Und da haben wir das Werwölfchen. So viel zum Thema Parieren. Ich muss das Vieh mal in das Visier kriegen. Ja, Siri, schön, dass du in die falsche Richtung tanzt. Aber ja, das Vieh nimmt anständig Schaden von uns. Mehr als nur anständig. Das haben wir quasi zerschnitten. Mann, dem hast du es aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Das ist wahrscheinlich ihr Vater. Oder doch nicht? Anscheinend nicht. Auch egal. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Och, Siri, du besorgt um die Kleine. Aber gut, machen wir es jetzt auf zurück ins Dorf, bevor noch irgendwas anderes passiert oder auftaucht. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön, bring uns zu deinem Herrn. Was haben wir denn da für ein Festschmäuschen? Sieht aber nicht so aus, als wäre Siri extrem schwer verletzt. Einfach nur ausgehungert, so wie die Kleine. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt! Ich kenne doch mein Kind! Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Okay, aber gib dir denn schon mal was zu essen? Das ist doch schon etwas wert. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Und somit wäre die heutige Episode auch leider schon wieder zu Ende. Ich bedanke mich für das Dabeisein, hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr auch dementsprechend beim nächsten Mal dabei sein werdet. Falls es euch gefallen hat, denkt bitte dran, mir entsprechendes Feedback zu geben. Ist für mich auch sehr motivierend, ein bisschen mitzubekommen, wie es euch gefallen hat oder dass es euch gefallen hat. Oder einfach überhaupt, dass jetzt jemand bis zur Endcard geschafft hat, um diese kleine Nachricht zu hören.
Nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr werdet wieder dabei sein und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute.